Vergebung ist besonders schwer, deshalb ist das wieder sehr einfach für alle, wieder nur der Wille. Ja, ich will das. Ja, ich will mir selbst und allen anderen Wesen vergeben. So 3 Monate gebe ich ihm jeden Tag. Und jeden Gedanken anzweifeln und in mein Herz schicken, bewusst, der sagt, dass du eigentlich nicht vergeben möchtest. Und den austauschen in das genaue Gegenteil, Vergebung. Das heißt, dass ich auch über den Fakt Vergebung an sich nachdenke, was gehört da eigentlich alles zu? Wann habe ich dann eigentlich jemanden wirklich vergeben? Damit ich das auch immer merken kann, ob ich da jetzt schon hingekommen bin. Und alleine der Willensausspruch reicht, dass wir das anfangen zu tun. Wir müssen es gar nicht können, wir müssen es nur wollen, damit es dann passiert. Und dann brauchen wir es nicht mehr zu können, weil wir haben es schon getan. Es ist wirklich einfach. Und in so Filmen wie The Secret, die Dokumentation, die seit, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Jahren auf dem Markt ist, da wird das mit dieser Resonanz und den Gedanken alles genauestens erklärt, aber alles halt nur rein materialistisch gehalten, was ja auch funktioniert, so wie es die Reichen tun. Aber wir können es auch richtig gesund tun, weil viele Reiche sterben dann ja an Krebs oder sonst was, also haben sie zwar die Kraft der Gedanken genutzt, haben aber nicht genügend. Deshalb sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was Zwangsmaßnahme ist, dass wir uns selbst lieben müssen, weil ansonsten würden wir gar nicht daran interessiert sein, immer heil und gesund zu sein, wenn wir uns nicht lieben würden. Sich selbst zu lieben ist für viele ein geschlossenes Buch mit 7 Siegeln, ist aber auch wieder ganz einfach, genau wie mit der Vergebung. Ich will vergeben, ich will mir selbst vergeben, ich will allen Wesen vergeben, ich bin Vergebung. Danke, dass ich Vergebung sein darf. Ja, so läuft das auch mit dem sich selbst lieben. Ich will mich selbst lieben. Danke, ich darf mich selbst lieben. Ich will mich selbst lieben. Ich liebe mich selbst. Ich will mich selbst lieben. Ich darf mich selbst lieben. Power ich 3 Monate durch. Plonkeldönkel. Auf einmal habe ich so eine leuchtende, funkelnde Herzensverbindung gefunden. Das ist sehr schön. Sehr angenehm. Einfach nur dadurch, dass wir 3 Monate durchgepowert haben. Weil wir können davon ausgehen, in dieser ganz normalen Gesellschaft, eigentlich schon weltweit gesehen, ist es nicht angesagt, sich selbst in einem gerechten Maße zu lieben. Einen übersteigerten Eigenwillen und dadurch resultierende Gier und so weiter, ja. Klar, insofern lieben wir uns dann schon selbst, indem wir mit allen möglichen Mitteln dafür sorgen, dass unser Wille auch in die Erfüllung kommt, ja. Allerdings bei dieser, ach so wichtigen Erfüllung unseres Willens, da wird dann ja oftmals nicht auf den natürlichen Weg zurückgegriffen, sondern werden viele Ungerechtigkeiten und so weiter in Kauf genommen, damit mein Wille auch schnellstens erfüllt wird. Oder ich fange halt an, mir wirklich Gedanken zu machen, was ich dann wirklich will, und fange an, mich zu füttern, gedanklich mit meinem neuen Willen, indem ich diesen immer wieder formuliere. Und zwar nicht mit ich werde oder so irgendwas tun. Nein, Quatsch. Wir reden immer praktisch gesehen davon, es ist schon. Dass es schon fertig ist. Genauso gehen wir damit um. Dadurch lernen wir dann Hoffen und Zuversicht und Vertrauen ganz nebenbei. Wenn ich das immer wieder visualisiere und durchdenke, so wie das schon ist, und so ich ein materialistisches Beispiel, brauche ein neues Auto, habe aber nicht die Finanzen dafür, will auch unbedingt schuldenfrei bleiben, dann stelle ich mir mein neues Auto vor. Und dann fange ich an, mir einzureden, dass ich dieses Auto praktisch gesehen schon habe. Und ich stelle mir auch immer wieder vor, wie es ist, ach, in mein Auto einzusteigen und, oh ja, mit meinem Auto zu fahren und so weiter und so fort. Und fütter mich immer wieder mit dem Gedanken, dass ich dieses Auto schon habe. Und dann, oftmals, passiert es, dass auf einmal es möglich ist und irgendwoher, und schwupp, habe ich ein Auto. Ist für viele jetzt, oh, Quatsch oder so, aber Internet ist auch voll davon. Resonanz, Kraft der Gedanken,
sind wir da wieder angelangt. Internet ist voll von Zeugen, die alle bestätigen, ja, ist so. Klar, es kann auch mal passieren, dass wir tatsächlich kein neues Auto bekommen. Aber wenn wir da mal genau gucken, dann merken wir auch, dass wir dieses Auto zu dieser Zeit auch überhaupt nicht wirklich gebraucht hätten. Und das dann zur richtigen Zeit, wenn ich meinen Glauben nicht aufgebe daran, dass das die Wahrheit ist, sondern weitermache, wenn ich dann merke ich auf einmal, oh, jetzt ist es notwendig, dass ich ein Auto, und jetzt, oh, kann ich auf einmal auch mit dem Auto fahren. Entweder habe ich wieder eins oder ich darf eins benutzen oder bekomme sogar einen Chauffeur. Wir müssen aufhören, praktisch gesehen, genauestens bestimmen zu wollen, wie das alles in Erfüllung tritt. Sondern wir brauchen nur zu glauben, ah ja, ich fange an, diese Gedanken zu pflegen, immer wieder zu denken und so weiter und so fort. Und dann dadurch passiert das dann auch. Und das ist halt was ganz Wichtiges. So bauen wir dann Stück für Stück einen Glauben auf, der aus tiefem Wissen resultiert. Nur dass wir die Gesetzmäßigkeit praktisch gesehen dann verstanden haben, wie es funktioniert, warum es so läuft. Und uns dem einfach einfügen und uns in diesem Fluss mittragen lassen, praktisch gesehen, und das Gute für uns nutzen und das, was nicht gut ist, liegen lassen, gar nicht anfassen. Selbstbestimmt denken nennt sich das. Und im End fängt dann auch die Freiheit mit an. Und dann ganz im End sehen wir irgendwie, ah, das ist ein super Einstieg. Und dann, ja, dann kann Mensch das alles erfahren, wenn er gerne möchte. Kann natürlich auf dem Level stehen bleiben und sich nur damit so beschäftigen oder einfach weitergehen, dass es noch ein höheres Level gibt, welches sich dann im Endeffekt Gott nennen würde, die totale natürliche Ordnung. Und durch alles, was ich gelernt habe über Gedankenresonanz, über mich selbst, Stirn runzeln, Herz öffnen, Affirmationen, all sowas, werde ich sehen, oh, das passt ja ganz, ganz, ganz wunderbar in dieses noch höhere Level, weil, wie gesagt, ist ja nur ein Level höher. Und viele bleiben halt stehen, wenn sie das bekommen, was sie haben wollen, weil sie noch nicht mutig genug sind, über den Fakt Willen nachzudenken. Was bewirkt eigentlich ein Wille? Muss ich Freiheit, persönliche Freiheit, in Beziehung bringen mit meinem Willen? Und ist es so, dass es eine natürliche Ordnung gibt, dass ich also von allem, was ich gebe, noch mehr wieder zurückbekomme? Also kann ich noch selbstbestimmter leben und noch mehr eingreifen und bestimmen, in welche Richtung ich irgendwas bekomme, ob das nun was Erquickendes, Bereicherndes, Lästiges ist. Ich kann selbstbestimmt leben dadurch. Ich kann eingreifen. Mit den Gedanken, die ich denke, mit den Taten, die ich tue. Aber dafür muss ich mir rund um den Kopf darüber auch machen wollen. Das muss ich auch erstmal wieder wollen. Also muss ich das auch wieder formulieren, dass ich das will. Und jede neue Formulierung praktisch gesehen ist dann auch sinnvoll, sie mindestens einmal aufzuschreiben. Ich plädiere für tausendmal aufschreiben, dann ist das Ding durch. Und dann sehen wir irgendwann, ah, das ist ja super. Wir können uns sogar hübsche JPEGs, hübsche Fotos machen, Bilder machen, wo dann immer wieder diese heilenden, ich bin frei, ich darf mir selbst und allen Wesen vergeben und diese essentiellen, also lebensnotwendigen Gedanken, wo ich das alles mit draufschreiben kann und dann kann ich mir überall auch Bilder hinhängen, wo das überall steht, und überall, wo ich hingucke, lese ich das auch noch. Und dann erhält es das, was schon ist, und wird immer mehr von dem Guten in uns, bis wir dann tatsächlich total ausgeheilt sind. Wenn wir total ausgeheilt sind, dann sind wir bis dahin dann auch so weit, dass wir lernen, mit dem Gefühl Liebe ein wenig besser umzugehen und das fließen zu lassen und das nicht gleich mit Sexualität in Bezug zu bringen, sondern zu wissen, ah, die Liebe, die aus dem Herzen kommt, die reicht mir vollkommen aus. Das ist alles, was ich gesucht habe, mehr brauche ich gar nicht. Und es dann wissen zu wollen, wie kann ich das erhalten, dass diese Liebe immer in mich einfließt, weil sobald es stoppt, dass diese Liebe in mich einfließt, fängt ja auch mein Körper wieder an zu leiden und dann muss die erste Liebe wieder reparieren, die kann ich dann wieder nicht fühlen und so, das ist ja alles lästig. Wenn wer immer also vollkommen in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, weil Gott die Liebe selbst ist. Und das ist alles, was Gott ist. Und die Liebe selbst will nur lieben, tragen, helfen, stützen, heilen, lehren, befreien.
Doch die Liebe selbst achtet sehr auf unseren freien Willen und deshalb ist es sehr sinnvoll zu überlegen, was will ich denn? Also müssen wir einen Überblick bekommen über unsere Gedanken, damit wir bewusst die Gedanken denken dürfen und tun, die uns gönnen Freiheit, Gesundheit, Liebe, die auf Nächstenliebe basiert, ganz dahin bringen. Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, all sowas. Und das geht alles. Wir müssen es nur wollen und darauf vertrauen, das läuft dann. Dann geht ein Prozess an, das läuft. Ah ja, ich bekomme mehr von dem zurück, was ich gebe. Also kann ich schon mal, was brauche ich? Ah, gebe das, was du brauchst. Oh. Aber eventuell mal genau umgekehrt. Nehme das, was du brauchst. Nein, gebe das, was du brauchst. Weil du bekommst ja mehr zurück vom Leben, als du gegeben hast. Nach eurem Glauben wird euch geschehen. So wie ihr glaubt, so werdet ihr das wahrnehmen. Und das, was ich gebe, wird dann immer in Resonanz gebracht mit dem, was ich haben will. Also in Beziehung gesetzt, abgewogen. Und so bekommen wir in unserem Leben, unserem Dasein, bis es ein wirkliches Leben ist, weil Leben ist nur Liebe. Alles andere ist ein Dasein, eine Existenz, wo wir uns einreden in irgendeiner Weise, allen möglichen Blödsinn, um darüber hinwegzugehen, dass wir völlig unvollkommen sind und schlicht und einfach nichts anderes tun brauchen, als der Vollkommenheit nachzugehen. Und dann haben wir doch eh keine Probleme mehr. Dann läuft doch alles und jeder kann das. Weder die Natur noch Gott noch sonst irgendwas ist ungerecht. Das ist alles gerecht. Nur die Menschen sind ungerecht. Das sind die einzigen. Und nicht mal ein Hund ist ungerecht. Ein Hund beißt nur den, der es auch tatsächlich wirklich von dem, was er gegeben hat, auch benötigt, einfach mal gebissen zu werden. Aber wir bekommen von allem mehr zurück, als wir begeben. Das sollten wir ja nie vergessen. Weil dann brauchen wir uns nicht mehr die ganze Zeit zu wundern, wenn irgendwas passiert, sondern wir wissen genau, ah ja, habe ich auch gemacht. Muss ja die Resonanz kommen, also das wird drauf zurückkommen zu mir, wenn ich das tue. Und schwupp, da ist es. Also kann ich das dann ertragen, brauche gar nicht zu meckern. Und ich weiß ja genau, ah, das würde mir jetzt nicht geschehen, also mir würde es jetzt wesentlich besser gehen. Ich dürfte jetzt frei sein. Wenn ich Freiheit gegeben hätte, ich dürfte glücklich sein, wenn ich mein Ziel gewesen wäre. Dass der andere auch glücklich ist und nicht nur, dass ich glücklich bin. Wir bekommen von allem, was wir geben, mehr zurück, deshalb einer trage des anderen Last. Weil es ist ja auch einfacher. Für den anderen was zu tun, ist im Normalfall für viele Menschen einfacher als für sich selbst. Viele Menschen haben kein Problem mit, bei anderen mal die Küche aufzuräumen und selber ist ihre Küche ein Saustall. Weil einer trage des anderen Last. Jesus bringt dann nicht nur so nette Freundlichkeiten auf den Weg, so, sondern das ist die natürliche Ordnung. Lieben heißt dienen, dem anderen dienen, dem anderen alles zukommen lassen, was ich weiß, was ihn glücklich macht oder was ich weiß, was auch mich glücklich macht und in der Hoffnung, dass er auch damit glücklich ist. Liebe heißt dann aber auch weiter zu beobachten, ist er wirklich durch das glücklich, was mich glücklich macht? Oder soll ich zusehen, dass ich das habe, was mich glücklich macht und auch natürlich das habe, was ihn glücklich macht? Das ist ebenfalls wieder Liebe, so weit zu gehen und nicht nur, oh, er macht mich ja glücklich, gebe ihm das also gut. Nee, ist ja nicht immer gut. Jeder verträgt ja auch was anderes und so. Und das ist so ein wunderbares Thema, Freiheit, Liebe. So schöne Themen, wenn da die Sexualität raus ist und der Arbeitsmarkt raus ist. Das sind so schöne Themen, das alles mal zu ergründen. Das müssen wir aber dann auch wieder nur erstmal wollen. Und wenn es dann tatsächlich nicht geht, dann gibt es noch diesen extra Joker, dass wir uns denken, ah, es gibt doch diesen Gott, der die Liebe ist. Und das Einzige, was diese Kraftquelle in uns will, ist, dass wir den ganzen Tag mit ihr quatschen, damit sie uns mit Kraft versorgen kann, die wir dringend brauchen. Die meisten Menschen irgendwie so könnten noch einen guten, positiven Kraftschub gebrauchen. Läuft ja vieles doof, weil sie alle irgendwie, kämpfen müssen in ihrem Alltag und so und also was, ach, das ist alles nicht schön, was läuft, ist ja wunderbar, dass es so ist, weil sollte uns zu dem Gedanken bringen, ah, wie sieht es denn schön aus,
Und alleine schon diese Vorstellung dessen, wie sieht es denn schöner aus, bringt uns schon in die Richtung dahin. Und wenn wir das mal wiederholen mit dem, wie sieht es denn schöner aus und so, dann kommen wir dieser Realität auch immer ein Stück weit näher. Wir müssen das Ganze nur in Beziehung bringen, wieder damit, dass jeder seinen freien Willen hat. Und wenn halt andere Menschen von meiner Vorstellung, so sieht es halt schön aus, betroffen sind, habe ich dann halt logischerweise die Verpflichtung, wenn es da Menschen gibt, die betroffen wären, die sich, weil sie immer lügen oder sonst irgendwas Ekliges tun, deiner Vorstellung nicht einpassen können, wäre es also meine Verpflichtung, diese Menschen zu lehren, sich ordnungsgemäß, und zwar natürlich ordnungsbezogen, sich ordnungsgemäß zu verhalten und ein ehrlicher Mensch sein zu wollen und zu lernen, ah, es macht mir immer mehr Probleme, auch eine Notlüge, die eine vermeintliche Strafe oder irgend sowas, einen vermeintlichen Verzicht verhindern würde, bringt mir im Endeffekt nur mehr Stress ein, als wenn ich von vornherein offen, ehrlich damit umgegangen wäre, um dann zu sehen, ah, ich muss das ja praktisch gar nicht tun, zu lügen, damit ich keinen Verzicht habe. Ich brauche ja nur anfangen, mein Gehirn ordnungsgemäß, wieder natürliche Ordnung, ordnungsgemäß zu benutzen und als zielorientiertes Ding, das heißt irgendwie so, wenn ich dann jeden Tag ein Sojaschnitzel essen will, muss ich mir das einfach auch mal vorstellen und auch immer wieder klar formulieren, dass es so ist. Ich danke, dass ich jeden Tag mein Sojaschnitzel habe. Und so sehe ich, dass es sich bei vielen nicht lohnt zu meckern, sondern durch alleine jetzt, was weiß ich, diese Dreiviertelstunde, Stunde Ansage, nur von meinerseits erstmal, wäre ich in der Lage, so viel zu verändern und so viele Sorgen zu eliminieren, so viele Ängste zu eliminieren, so viel Elendigkeit und Ekel, was auf mich zukommt, abzuwenden. Von einer Stunde gesprochen, wie gesagt, der ganze Stoff passt auf zwei DIN A4 Seiten komprimiert geschrieben sozusagen. Halt nur wichtige Informationen und keinen großartigen Erklärungsblabla. Und damit werden sie schon fertig. Das ist nicht viel. Innerhalb von 1 bis 3 Monaten ist das locker durchzunehmen. 2 DIN A4 Seiten Textstoff. Und wir werden sehen, dass aus diesen 2 DIN A4 Seiten ein ganzes, ewiges, niemals aufhörende Existenz in totaler Freiheit und Glückseligkeit entsteht. Halleluja. Erstmal schon mit den Vorteilen hier auf dieser Welt. Und wenn wir diese Welt verlassen, werden wir sehen, ah, wir sind ja tatsächlich ein spirituelles, ein geistiges Wesen und hatten diesen menschlichen Körper nur, um genau das alles zu lernen. Selbstbewusstsein, mich also auch selbst wahrzunehmen und Friedfertigkeit, Gerechtigkeit, Ertragen von Liebe zu üben und zu lernen. Dafür hatte ich meinen menschlichen Körper, jetzt bin ich wieder ein Geist. Schön, ich habe das gelernt. Also habe ich es jetzt schön und leicht, nachdem ich den Körper verlassen habe. Und das ist ein positiver Weg und die Schule ist relativ zu Ende. Und ich darf jetzt, ja, immer positiv, immer ewiglich glückselig. Halleluja, wie schön. Oder? Auch praktisch gesehen schon fast bewiesen, dass wir Geister sind in einem Körper. Zumindest wenn wir sterben, sind wir auf einmal nur noch ein Geist und dass viele Geister zu den Menschen, den Lebendigen angeblich zurückkommen. Und viele ja schon wahrgenommen wurden. Und dieses Zurückkommen zur Erde tut ja überhaupt gar nicht Not, weil wir leben ja in einem Reich, welches nicht auf dieser Erde zu finden ist, weil das Reich des Lichtes praktisch gesehen kann ja nicht eins sein, sozusagen mit dem Reich der Dunkelheit, welches hier die Erde ist. Weil immer wenn Ungerechtigkeit, Lüge, Heimlichkeit, Roheit, Gleichgültigkeit irgendwo mit drin ist, dann ist es kein Licht. Und alles, was nicht Licht ist, passt auch nicht ins Licht. Weil das hat mich Angst vorm Licht. Der Einzige, der diese wahnsinnige Angst vor dem Licht brechen kann, ist Jesus.
Das heißt, wenn ich merke, ja, ich kann das einfach nicht, bringe das nicht, kann mich nicht überwinden, diese positiven Gedanken immer wieder zu sprechen, ich darf mir selbst und ein Wesen vergeben, ich darf immer in Liebe sein, ich darf mich selbst lieben, ich darf alles in Liebe tun, ich darf immer Wahrheit sprechen, ich darf alles verstehen. Ich darf immer gesund sein, ich darf immer heil sein, Halleluja, ich will das, ich bin das. Ich merke, ich kann das nicht. Es ist richtig, geht nicht. Dann gibt es halt diesen Mutverschlüssel, Jesus Christus. Dieser Name ist so stark, wenn ich darauf vertraue, dass wenn ich die Liebe selbst anspreche und daran glaube, dass die Liebe selbst in Jesus Christus genauso als Geist zu sehen ist, wie wir so als Geist zu sehen sind, wenn wir diesen Körper verlassen haben, dann rufen wir diesen Geist. Auch wenn wir ihn dann nicht sehen können, werden wir sehen, dass nach 1 bis 3 Monaten diesen Geist rufen, diese Sklaverei gebrochen wird. Und es ist eine Sklaverei, wenn ich über so positive Gedanken weder nachdenken kann, noch darf, noch sprechen darf. Geht nicht. Immer schnell andere Gedanken, andere Gedanken, andere Gedanken, andere Gedanken. Das ist ja das, was bei vielen läuft. Ich finde es erschütternd, wenn ich mit den Menschen spreche. Ich tue das jetzt schon seit 25 Jahren, deshalb habe ich mir schon angewohnt, Monologe zu führen, genau wie auf den Podcasts. Weil die Menschen ihre Zähne einfach nicht auseinanderbekommen, weil es halt tatsächlich eine Sklaverei gibt. Eine geistige Sklaverei. Eine unsichtbare Sklaverei, die zwar von Menschen unterstützt wird, aber nicht ausgelöst wird, sondern von einem Geist kommt, der größer ist wie wir. Und deshalb brauchen wir einen Geist, der noch größer ist wie der. Und sein Name ist Jesus Christus. Und wenn wir den rufen und daran glauben wollen, der bricht uns diese Sklaverei. Und dann dürfen wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, indem wir in Jesu Hilfe, also mit Hilfe der Liebe, immer mehr solcherlei Gedanken in unseren Verstand reintransportieren und mit Wonne darüber nachdenken und Stellung dazu beziehen, wie wir dazu stehen und dann immer mehr diese Gedanken auch Stück für Stück sehen, dass sie sich in die Tat umsetzen oder wenn es darum geht, um etwas, was wir tun sollten, dass wir es in die Tat umsetzen. Wir brauchen nur diese 1 bis 3 Monate, um diesen ganzen Prozess richtig in Gang zu setzen, damit die Sklaverei gebrochen ist und wir endlich frei sein dürfen. Halleluja. Uff. Schön, dass es dich gibt.